Ich glaube, wir müssen schon sagen, dass der Herr Trump mit seiner Handelspolitik gehörig Unsicherheit schafft. Und Unsicherheit ist fürs Geschäft schlecht. Ja, ich glaube, das muss man einfach sagen. Und je mehr er twittert und je mehr sich einmal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten bewegt, umso problematischer wird das. Aber was er natürlich macht, ist schon für die USA durchaus nicht schlecht. Die Unsicherheit führt dazu, dass die Unternehmen sich überlegen, ob sie nicht lieber die USA vor Ort bedienen, durch Produktion vor Ort und nicht durch Exporte, weil die Zölle treffen ja nur die Exporte. Wenn das sein Anliegen ist, dann kann er das mit seiner chaotischen, unsicherheitsstiftenden Politik erreichen. Aber für uns ist es nicht gut. Wir würden es besser haben in Europa und in Oberösterreich ohne den Herrn Trump. Ich glaube, das kann man mit ganz großer Sicherheit sagen. Naja, wir sehen mittlerweile durch diese Zölle, die Trump eingeführt hat und durch die große Unsicherheit, dass der Welthandel deutlich nachgibt. Wir sehen eine Verunsicherung nicht nur zwischen USA und China, wo es die Zölle tatsächlich ergibt, sondern wir sehen sie auch auf anderen Handelswegen, auch zwischen Europa und den USA. Die europäischen Exporte in die USA gehen schon ein Stück weit zurück, das kann man in den Daten sehen, obwohl noch nicht viel passiert ist. Aber diese große Verunsicherung, die Furcht, dass man jetzt eine Maschine baut und wenn man sie liefern will, stellt man fest, da sind plötzlich 25% Zölle fällig. Diese Furcht führt halt dazu, dass das Geschäft etwas schleppender läuft, dass man Projekte etwas langsamer angeht und das führt am Ende dazu, dass uns ein bisschen Wirtschaftswachstum fehlt in Europa und auf der ganzen Welt. Naja, die Globalisierung hatte so zwischen 1992 und 2008 einen Wahnsinnsrun. Da ist es wirklich vorangegangen und der Handel in Gütern und in Dienstleistungen, der hat sich sehr viel dynamischer entwickelt als zum Beispiel die Produktion oder das Bruttoinlandsprodukt. Diese Zeit ist seit 2010 schon vorbei. Wir globalisieren uns also nicht mehr in der Geschwindigkeit weiter. Und Trump und seine Politik, die führt natürlich dazu, dass dieses Momentum, das noch da war, vielleicht dort und da in den letzten Jahren auch noch verloren geht. Aber die gute Nachricht ist, dass wir aus der Wirtschaftsgeschichte wissen, Zölle, politische Barrieren sind nicht gut, aber die technologischen Entwicklungen sind typischerweise mächtiger. Das wissen wir aus der Geschichte, die Einführung zum Beispiel des Containers, ja, die Einführung von digitalisierten Lieferketten, all das hat sozusagen den Welthandel stärker angeschoben als irgendwelche Reduktionen von Zöllen. Und deswegen kann man hoffnungsfroh sein am Ende, dass die Maßnahmen des Herrn Trump dann doch vielleicht überlagert werden, langfristig jedenfalls, von technologischen Veränderungen, die den Handel wieder etwas anschieben. Die Blockchain ist sozusagen das große unbekannte Thema noch, nicht? Alle sprechen davon, wie stark wirklich die Blockchain internationale Lieferketten noch effizienter machen kann, sodass die Kosten wirklich sinken, das werden wir sehen. Die Hoffnungen sind jedenfalls da. Und wenn man so überlegt, was die Zölle eigentlich ausmachen, nicht? Jetzt haben wir die globalen Zölle, waren mal, sagen wir mal 3%, jetzt sind sie durch Herrn Trump 4%, da ist ja nicht viel passiert. Aber die Einsparungspotenziale, die man hinter der Blockchain schätzen kann, in den maritimen Logistikketten zum Beispiel, die sind typischerweise mehr als 1% des Warenwertes. Also ja, wenn es so bleibt, wie es ist mit dem Herrn Trump, dann kann die Blockchain allein da schon genügend Gegenkraft erzeugen. Aber wir reden ja nicht nur von der Blockchain, wir reden von vielen anderen Veränderungen auch. Artificial Intelligence zum Beispiel, die uns helfen kann, uns besser zu verstehen, Sprachbarrieren zu überwinden. Auch das wird den Handel eher antreiben. Die kurze Frist sieht nicht so gut aus, dank Herrn Trump. Die lange Frist, aber da können wir optimistisch sein, die sieht viel besser aus als die kurze. Tja, das ist die ganz große Frage, die nach dem R-Wort. Was die Industrieproduktion angeht, ist Deutschland seit Mitte letzten Jahres schon in einer Rezession. Da geht die Produktion wirklich laufend zurück. Aber es gibt andere Wirtschaftszweige, die das ausgleichen, die Dienstleistungen vor allem und ganz stark auch die Bauwirtschaft. Das ist also eine seltsame Wirtschaft, die wir hier haben, in Deutschland vor allem, eine gespaltene. Eine Seite boomt und die andere Seite ist in der Rezession. Wir fürchten uns schon davor, dass sozusagen die Schwäche im verarbeiteten Gewerbe irgendwann mal auch auf den privaten Konsum überschlägt, nämlich dann, wenn die Entlassungen kommen. Wir sehen, der Arbeitsmarkt ist nicht mehr ganz so robust, wie er mal war. Das heißt, die Gefahr, dass wir in eine Rezession kommen, die ist jetzt zurzeit so bei 50-60%. Ja, also ist eine deutliche Gefahr, aber es ist nicht so, dass wir sagen würden, die Rezession ist immanent.
Dieses Quartal, das zweite Quartal 2019, wird in Deutschland voraussichtlich negatives Wachstum haben. Ja, davon gehen die allermeisten aus. Wenn das dritte Quartal auch negatives Wachstum hat, dann reden wir ja schon technisch von einer Rezession. Und mit 60% Wahrscheinlichkeit ist das viel höher als in all den Jahren seit dem Jahr 2012. Ja, ich glaube, dass wir langfristig in der Tat optimistisch sein können. Unser Wirtschaftswachstum wird sehr viel stärker getrieben von technologischen Veränderungen, von Innovationen in Unternehmen, Produkte, neue, die auf den Markt kommen, Prozesse, die effizienter werden. Das treibt uns an. Die Wirtschaftspolitik und auch die Handelspolitik, die kann Dinge verschleppen, sie kann es verzögern, sie kann kurzfristig Dämme aufbauen. Aber dieser technologische Elan, den wir haben, vor allem durch die Digitalisierung und ihre Schwestertechnologien, der ist so stark, dass wir sicherlich in den nächsten 20, 30 Jahren eher eine Wachstumsphase haben werden, auch in Europa, durch diese neuen Technologien als das Gegenteil.